Jeder kennt das Problem. Man ist am ersten Tag auf der Republika, sieht jemanden, von dem man so vage mal den Twitter-Avatar gesehen hat und kann sich nicht an den Namen erinnern. Und dann ist auch noch das Namensschild falsch rum. Und am ersten Tag haben sich wirklich alle darüber beschwert, dass diese Namensschilder immer falsch rum sind. So rum ist richtig, alle hängen so rum. Und ich bin nach reiflicher Überlegung und einiger Umfragen zu dem Schluss gekommen, dass es dafür einen physikalischen Grund gibt. Und zwar, die silberne Beschichtung dieser richtigen Seite steifer als die Beschichtung der Rückseite. Und das führt dazu, dass diese Karte, wie man hier sehr schön sieht, so zur silbernen Seite konvex gebogen ist. Und das hat dramatische Folgen für diesen Konferenztag, denn meiner Meinung nach führt es dazu, dass sich diese Tags tendenziell immer auf die falsche Seite drehen, wie ja sehr viele Leute auch beobachtet haben. Natürlich ist es nicht immer so, dass sich dieses Konferenztag auf der falschen Seite befindet, sondern was wir tatsächlich haben ist, dass sich das Bild permanent dreht in die eine oder in die andere Richtung, aber es stellt sich natürlich im Laufe der Zeit ein dynamisches Gleichgewicht ein, sodass für einen bestimmten Bruchteil der Zeit eben die richtige Seite vorne ist und einen größeren Bruchteil der Zeit die falsche Seite. Und deswegen ist bei der größeren Anzahl der Leute die falsche Seite vorne und der Name nicht zu erkennen. Und das liegt, wie gesagt, meiner Meinung nach an der Eigenschaft dieser silberfarbenen Beschichtung auf der Front. Danke fürs Zuhören.